Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ranking Stage Top 14 meiner Top 14 Games 2022. Und ja, wir sind jetzt bei Platz 12 hier angekommen. Wenn ihr das letzte Video gucken wollt, klickt am Ende nachher auf die Playlist oder auf das vorige Video. Das ist ja jetzt nicht so lange her. Und ja, kommen wir zum zweiten großen Titel 2022, und zwar The King of Fighters 15. SNKs größtes Fighting Game. Seit 14 ist einige Jahre vergangen. Also dieser Titel hat über ein Jahr dasselbe Marketing gemacht, ähnlich wie Guilty Gear mit Charakteren, also Character Trailers, die wirklich, also optisch gesehen, macht es nicht so einen großen Sprung. Es nimmt die Engine von Samurai Showdown. Als Flagship-Titel wirklich, wirklich herausragend. So, wenn ihr jetzt ein Intro erwartet habt, es hat kein Intro. Es hat keinen Intro. Ja, aber für dieses Video werde ich speziell jetzt. Huch. Oh, come on. So. Ich habe es auch einen Monat später nach Release gezockt. Und einen Monat später kam dann, dann meine Version an. Wegen der Neo Geo Pixel Love Edition. Das Video könnt ihr in... Das werde ich, glaube ich, danach hier verlinken. Das Ding ist, warum habe ich King of Fighters 15 hier so weit unten? Ich habe hier generell... Moment. So. Ich habe hier generell Probleme mit dem Spiel. Das allererste Problem, und ich glaube, das ist das größte Problem dieses Spiels, ist das fucking Online. Also, der Netcode ist okay. Für SNK-Verhältnisse ist das very great. Ja, also er spielt sich wirklich toll. Ja. Die Musik hier, das Spiel ist auch verdammt laut, meine Fresse. Auf jeden Fall, die Musik, also diese DJ-Station, wirklich toll gemacht. Und das Matchmaking-System. Es ist entweder die Leute, du triffst Leute, die noch nie ein King of Fighters in der Hand gehabt haben, beziehungsweise nie einen Controller gehabt haben, oder du triffst auf Legacy-Players, die dich einfach in den Grund und Boden ballern. Und dazwischen gibt's nichts. Und das Ding ist, ich habe sehr oft versucht, ein, zwei Stunden, einfach mal Ranked Matches zu machen, und ich wollte besser werden in diesem Spiel, und holy moly, ich hatte nicht die Möglichkeit, tiefer in das Spiel reinzukommen. Also ich habe es 70 Stunden gespielt, und ihr könnt euch schon denken, warum. Einerseits natürlich, ich habe Story Videos gemacht zu gewissen Teams, die ich mag, wo die Charaktere drin sind. Übrigens, das erste King of Fighters ohne Kim Kapwan, also ohne den Taekwondo-Kämpfer der Fighting-Game-Geschichte, einfach mal als DLC verheizen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Entscheidung nicht. Der Director ist Yu Nobunaga. Das ist der extra zu SNK zurückgekommen ist, weil ihm versprochen wurde, dass er einen neuen Garou-Fighting-Game-Titel macht. Eines meiner absoluten Lieblings-Fighting-Games. Garou, Mark of the Wolves ist auch für die PS4 und Xbox und so. Ich glaube, das ist schon Multiplattform. Erhältlich für Schmalenthaler. Guckt euch das an, wenn ihr auf High Pixel Fighting Game steht. Und gutes Gameplay. Da kommen wir jetzt zu. Und kommen wir zu einem meiner größten Probleme bei diesem Spiel. Das Kampfsystem ist wirklich stark. Stark,
solide. Ja, also das Kampfsystem ist, es ist vereinfacht worden, die Eingaben. Zum Beispiel, wenn man King macht, ja. Also ich glaube, ich nehme King. Gegen Dali Dagger. Und dann nehmen wir natürlich eine Training Stage, weil, wenn ihr mehr von King of Fighters jedenfalls sehen wollt, wird es am Ende hier ein Video geben. Aber mein Problem mit diesem Spiel ist, die Steuerung ist komplett überladen. Um Kombos zu machen, warte. Um Kombos zu machen. Trapshoot war das. Ja, ja. Oh, also ich meine, es sieht super aus. Das Problem ist, die Finisher sind überwiegend. Es haben nur ein paar Charaktere neue Finisher bekommen. Und ich muss sagen, die meisten sind aus Teil 14 und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das ist so der eine Downer. Terry Bogard, also ja klar, also Team Fatal Fury und so weiter und so fort. Also das Roster ist based. Also das Roster geht in Ordnung, kein Kim dabei, okay, aber ich habe meine Blue Mary, ja. Ich habe meine Vanessa, ich habe meine Mai, ja. Das ist schon okay, ja. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ja, damit kann ich spielen. Ne, King ist based, also das ist wirklich dabei, dass Terry dabei ist. Ohne Terry, hallo? Ohne Fatal Fury gibt es kein King of Fighters. So, aber mein Problem ist, wenn ich mitten im Kampf, also der Puffer im Kampf spielen ist, die Eingabe, die man gibt, wenn man schon vorher die Eingabe gemacht hat, der Puffer ist viel zu großzügig, viel zu lang und ich komme damit irgendwie nicht ganz klar. Ich spiele, weil das Spiel ist schnell. Das Spiel ist verdammt schnell, aber du musst die Eingaben relativ gemütlich eingeben und das beißt sich irgendwie in meinem Kopf, ja? Ach nee. Nochmal. Ich muss erstmal nochmal. Ah, okay. Alles klar. Ja, ich. Also wenn ich das hier zum Beispiel mitten im Kampf machen will. Naja, zum Beispiel, ihr habt ja gesehen, ne? Hier, das hier. Das sollte eigentlich kommen. Es ist jetzt Live-Demonstration. Das ist jetzt nicht irgendwie was aufgenommen. Und ich komme dazu nicht. Ich gebe es gemütlich ein, das hier zu machen. Naja, und das ist so ein bisschen überladen. Die Steuerung beißt sich so ein bisschen für meines Erachtens nach. Wenn es funktioniert. Ey, das ist super. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt hier Zeit. Im Kampf habe ich hier jetzt mega Zeit, ne? Ah. Warte. Also die EX-Moves, das ist jetzt neu, dass man hier jetzt Extended Angriffe hier hat. Also das,
Das ist super, dass man hier so hat, weil man könnte hier... Ne, man kann das hier zweimal machen, wenn man das Timing gut drauf hat, ne, aber... ansonsten, mein Problem ist... Shatterstrike zum Beispiel ist gleichgelegt wie das hier. Und wenn ich aus Versehen das hier mache, ne, und aus Versehen, dann kommt das, da kommt das raus, accidentally. Ne, und wenn ich Shatterstrike mache, ne, dann, das will ich gar nicht machen. Dann ist es schon ein bisschen schwierig, ja? Also für mich jedenfalls. Und ich finde, King of Fighters hat wirklich ein tolles Meter-System. Also wirklich, das macht mega Spaß. Ne, vor allen Dingen das Speed hier. Ne? Und jetzt schon wieder. Timing, wirklich total im Arsch. Okay, ich habe das auch lange nicht mehr gespielt. Also das Problem ist, manche Leute haben ihre Kombination behalten. Ne? Ne, das ist based. Das ist based bei Mary. Ne? Also die hat wirklich keine anderen Sachen bekommen. Aber zum Beispiel hier sowas, ne? Also wenn ich... Und dass ich danach nichts machen kann. Irgendwie so nicht zu Ende gedacht. Also das ist auch so ein Kritik schon von Charakteren. Ne? Aber mein Problem ist... Na, warte. So, und das ist so. Warum können sie nicht das hier? Warum können sie nicht das hier? Weil das ist dieselbe Kombination. Mary Rose Tornado. Ist dieselbe Kombi wie... Ja, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, weil ich es zu direkt mache. Weil da mache ich automatisch Level 2. Aber das ist dieselbe Kombo, also dieselbe Kombination... ist hier, das hier. Also, da frage ich mich, warum kann man das nicht anders einfach umsetzen, wenn man schon die Steuerung anders macht? Und das kostet mir immer den Kampf. Das raubt mir immer den Spaß. Ja, weil Kombos und so weiter, also ich habe mich reingearbeitet. Das muss man auch sehen. King of Fighters ist Arbeit. Also das kann man nicht einfach so spielen. Man muss schon wissen hier, also man kann die Autokombos hier setzen, aber das ist nix. Ne, das ist nix. Das ist nix. So. Ich versuche mal jetzt nochmal. So. Jetzt habe ich versucht, mein Ultimate zu machen. Ging nicht. Ne? So, er kommt raus, wenn ich es ganz normal eingebe. Aber der Puffer verhindert mir das. Ihr seht ja die Eingaben, die ich mache. Und irgendwie mache ich das zu früh oder zu langsam oder nicht in dem Timing. Und das ist so ein Ding, diese Verzögerung, die bricht mir immer das Genick in den Kämpfen. Und das ist so, weil wenn ich das gezielt machen will... Ne? Also ich komme nicht dazu. Es ist echt... das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Also... Warum hat er das gemacht? Ne? Ich hab das gemacht hier, also... Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ich habe die Eingabe gemacht, dann die Knöpfe gedrückt. Also so genüsslich das einzugeben, wo das Spiel mega schnell ist, ja? Das ist schon... Ja, ich will es immer in Kombination machen, sehr schnell. Und das, weil das Spiel mir das Gefühl gibt...
Du musst es halt schnell machen. King of Fighters hat ein enges Timing und dann musst du die Kombination erst eingeben. Es ist schwierig. Es ist halt schwierig für mein Hirn. So, es ist sehr vorbei gewesen. Das hier zum Beispiel. Das ist zum Beispiel hier auch. Ja, ich könnte jetzt schon kotzen, ne? Das ist das Frustrierende, was viele mit King of Fighters haben. Also King of Fighters 15, und ich kann die verstehen. Ich krieg das nicht hin, ne? Ich bin dumm. Ja, ich bin echt dumm. Ich bin wieder sauschlecht geworden. So, jetzt haben wir ihn. Zum Abschluss. Ich wollte jetzt nichts Aufwendiges machen. Weißt du, King of Fighters lebt von ganz großen Kombos. Und ihr habt ja gemerkt, diese großzügige Verzögerung hat, also meines Erachtens macht es nicht besser. Und dabei noch bei dieser überladenen Steuerung so dieselbe Tastenbelegung für gewisse Sachen. Wie gesagt, das beißt sich so hart, dass ich sage, schade. Und das Problem ist, das Spiel gibt mir hier nichts mehr zu tun. Außer es ist ein fucking großes Online-Spiel. Hast du Freunde? Kein Problem. Hast du keine Freunde, wird das Spiel in der Ecke liegen. Ja? Weil Story-Modus, nett und schön. Versus-Modus gegen PC, nicht mein Ding. Training, Open, Einführung ist semi-okay. Kann man machen, muss man nicht. Das Einzige, was wirklich geil ist, ja, ist Boss-Challenge. Und die kam einmal, das habe ich auch gemacht, mit Sugal. Okay, cool. Kein Problem. Achso, und wenn ihr Avatare wollt. Die Avatare gibt es nur im internen PlayStation Store und es kommt immer mehr dazu. Da könnt ihr die einfach umsonst runterladen. So, Galerie. So, Film. Ja. Dann könnt ihr euch die Filme, dann könnt ihr euch die Sequenzen der Story angucken. Die sind nett. Also die Story ist nett. Kann man machen. Wenn man Verbindung zu den Charakteren hat, alles klar, kein Problem. Generell, King of Fighters 15 leidet, finde ich, an der überladenen Steuerung, an das Online-Matchmaking und dass es bare bones ist. Also das hat wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Also wirklich nur Arcade mit Enden. Okay, das ist gut. Das ist gut für den Casual Player. Aber sonst, wenn du keine Freunde hast und das nicht aktiv spielst, sorry, aber dann. Und es macht auch nichts, ne? Also, ich finde, dass man auf einen anderen Fighter hier ganz groß einprügelt. Finde ich King of Fighters 15, so gut das Gameplay hier ist, also wirklich, das Gameplay ist fantastisch, würde man die Steuerung wirklich entschlacken. Also, man könnte einfach gewisse Moves wegnehmen oder die Kombination anders legen. Ja, da hätte ich kein Problem mit. Dann würde ich super damit klarkommen. Also ich persönlich, ne, ich rede jetzt nur von meiner Meinung. Ich habe nichts gegen King of Fighters 15, aber ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe das gefühlt letztes Jahr am wenigsten gespielt. Und ich finde das schade. Ich habe nicht irgendwie so, ich sitze nicht so irgendwie und so, hey, Bock auf eine Runde KOF? Nein, ich habe eher, wenn ich Bock hatte, hey, Zumindest einmal zelebrieren das Spiel, dass es da ist, dass es ein tolles Game ist, aber, ja, und ich habe das in meinem Stream, wo wir, ich lasse mal den Film hier drüber laufen, was das Intro sein könnte vom Spiel, das gibt saugute Vibes. Der Anime-Animator ist der die ersten zwei Anime-Filme in den 90ern von Fatal Fury gemacht hat, die gucken auf eigene Gefahr, die wirklich, also ich als Fatal Fury-Fan, nein, also nein,
das war wirklich nur Werbemarketing. Also das sind Entscheidungen gemacht worden, oh Mann. Aber warum ist das nicht das Intro von dem Spiel? Das gibt doch echt geile Vibes. Ne, vor allem mit dem Titelsong Now or Never. Auf jeden Fall, King of Fighters 15 leidet unter diesen Aspekten, also Matchmaking, überladene Steuerung. Und es ist weiterhin hart. Also King of Fighters kann man nicht einfach so, oh, machst du an, spielst du. Nein, das ist Hardcore-Arbeit. Also ich habe mich da reingearbeitet. Leute, weil ich habe, es ist ja eines der neuen KO-Apps. Ich kann die alten KO-Apps relativ, muss mich trotzdem einspielen, wegen, ja, Kampfverhältnis. Aber die neuen KO-Apps brauchen einfach Arbeit, weil sie vom Gameplay-Gefühl so anders sind. Und ich schätze immer mehr 14, weil 14 ist genau was, so schnell wie du spielst. So schnell musst du auch die Eingaben geben. Und das Timing bei King of Fighters ist tight. Und das Spiel ist einfach... das Spiel hat einen Puffer, der nicht gut tut. Es gibt eine vereinfachte Kombination. Es geht schon ein bisschen den Garou-Way. Ich muss aber sagen, ja, also man kann es hier einstellen wie in Street Fighter 5. Ja, seine Teams hier, Registration. Musik ist auch eine sehr nette Baller. Also die DJ Station ist persönlich das Beste. Quasi schon das Entspannteste an dem Spiel. Ja, dass man hier gewisse von gewissen Teilen hier auch Sachen freispielt, mit meinem gewissen Teams hier haben auch gewisse Enden. Das ist alles super, aber das ist so arcadey. Das ist also die Präsentation von dem Spiel, also was Engine angeht und so, ey, solide, sehr solide, sehr schön. King of Fighters 15 ist wirklich toll. Sie wollten, also Yu Nobunaga hat gesagt, wir wollen das beste King of Fighters machen. Es ist sehr nah dran. Es ist sehr nah dran. Aber wie gesagt, das Matchmaking-System und die überladene Steuerung machen einfach wirklich ein Dinger aus. Und wirklich, also du hast als Solo-Spieler so wenig zu tun. Kein Endless Battle, kein Time Attack. Das, was alles in 14 drin war. So wirklich mehr Runde des Pakets ist hier nicht drin. Ist leider hier nicht drin. Und das finde ich sehr schade. Ich strafe ein bisschen King of Fighters 15 ab, aber das ist halt mein Kritikpunkt, warum ich finde, dass King of Fighters 15 von in einem Jahr, wo wirklich nicht viel Fighting Games rauskam, eines der großen Titel war. Und ich würde nicht mal verwundert sein, wenn manche King of Fighters 15 vergessen haben. Ja, also King of Fighters 15, weil es macht nicht viel. Es war, ich meine, ein gewisses anderes Fighting Game, was auch Radio Silence war. Das Teil hat rausgehauen, wenn es kam, und sonst nichts. Aber ich glaube, und das ist auch, es ist definitiv kein massentaugliches Ding. Entweder man kennt SNK Fighting Games, vor allem King of Fighters, und man muss Bock dazu haben. Ja, unser Raphael hier, der ist Mr. KOF, der kann das Ding, der kann mit dem Bullshit hier umgehen, mit diesen Verzögerungen, mit diesen verzögerten Steuer, also er kann das. Also er macht dich einfach mega krass lang. Beat'em'up Master kommt auch deutlich besser klar mit dem Spiel. Ich persönlich hadere mit dem Spiel, wirklich. Also ich mag es, ich mag die Vibes, ich mag die Ansätze, ich finde das Meter-System hier wirklich cool. Ich finde, dass manche Moves einfache Eingaben bekommen haben. Wirklich toll. Aber diese überladene Steuerung, das Shatterstrike auf derselben ist, wie zum Beispiel bei Blue Mary jetzt der Bein-Upper ist. Oder zum Beispiel mein Mary Rose Tornado dieselbe Kombination hat wie mein Kontergriff. Und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich die magere Präsentation. Also, ich find's schade. Für einen Vollpreistitel wirklich, also es ist ein Schlag in die Fresse. Es ist ein bisschen Schlag in die Fresse. Also, ich persönlich, ich habe ein Bias zu King of Fighters. Also, ich habe einen guten Hang.
Aber ich find's schade. Ich find's schade. King of Fighters 15 kann mehr. Jedenfalls die erste Season ist definitiv auch wert gewesen. Also Team Garou, Team Orochi, Team Southtown und Team Samurai Showdown. Wirklich tolle Teams. Also wirklich tolle Teams für die Season 2. Jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommt ja jetzt Shingo, Kim kommt und dann werden zwei Charaktere gebracht von 14, mit denen ich überhaupt kein Band habe, aber das ist wirklich sehr mutig. Und wollen mal gucken, ob im März, ne? Ich glaube, im März war die Crossplay-Anbindung. Mal gucken, ob das King of Fighters 15 einen zweiten richtigen Schwung gibt. Ich glaube aber nicht und ich find's schade. Ja, deswegen, ja, das musste mal sein. Das muss, ja, halbe Stunde über eine Platzierung. Leute, das ist halt persönlicher Pick, weil ich will dieses Spiel mögen. Viel mehr, als ich es tue und ohne diese Kriterien. Und es ist leider nicht sehr leicht, darüber hinwegzugucken. Ja, weil jedes Mal, wenn ich mitten in spiele, es regt dich auf. Es regt dich auf. Das ist, dieses Gefühl wird dir genommen, halt geile Kombos zu machen. Und wenn es funktioniert, das ist nämlich das geile Gefühl bei King of Fighters. Wenn deine Kombos sitzen, die du machst, und du den fetten Schaden machst, den du dir antrainiert hast, und alles funktioniert wie Butter, das ist ein mega geiles Gefühl. Das ist King of Fighters. Aber wenn dir da einfach diese Pufferzone und die überladene Steuerung, die im Weg steht, bei einem Spiel, wo es schnell drauf kommt, aber der Puffer dir sagt, hey, spiel mal entspannt, das beißt sich für mich. Auf jeden Fall King of Fighters 15, wenn es im Angebot ist, ja, kann man nehmen, wenn ihr euch einarbeiten wollt, ja. Wenn ihr Freunde habt, die das auch spielen, herzlichen Glückwunsch, aber online, nope. Also hier in Europa spielt es kaum jemand. Entschuldigung, aber ich find's schade. Finde ich schade, King of Fighters 15, eines der mittelguten Kampfspiele dieses Jahr. Da fand ich, die nächsten zwei fand ich deutlich besser umgesetzt. Und dann kommen wir auch gleich zu meinem Platz Nummer 11. Alles klar. Bis gleich. So, hier kommen wir zu Platz Nummer 11. Und zwar zu der Capcom Fighting Collection. Ja, es ist eine Fighting Collection erstens von Capcom selber, nicht von Digital Eclipse. Und ich muss sagen, ja, Capcom, warum habt ihr das nicht früher gemacht? Und mit dieser Fighting Collection feiern sie das 35. Jubiläum von Street Fighter. Und das kam zu einer Zeit, wo, also es kam raus, auch im Sommer, zu einer Zeit, ich glaube eine Woche später nach DNF Duel, was auf dem Platz höher kommt. Ich habe mir das ein bisschen später geholt, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Collection so hart echt gut überzeugt. Wir haben hier alle Darkstalker-Spiele, die es auf diesem grünen Planeten gibt. Ja, sowohl Japan als auch die westliche Version der Arcades. Wir haben zum ersten Mal Cyberbots Full Metal Madness hier bekommen. Also ich glaube, das gab's schon bei uns, aber ich bin nie rangekommen. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform das kam, wo man das spielen konnte. Ja, Super Puzzle Fighter 2 Minimix, also ich mach mal Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Davon hatte man die PS3-Version. Und die war wirklich spielbar, war sie okay. Das Problem war, die Lobbys waren kacke gemacht. Also das ist, jetzt kann man ja endlich die Originalfassung spielen. Wofür ich Capcom, also das ist glaube ich das Spiel neben Vampire Saver,
das meist gesehene Spiel, was ich sehr gerne mit Freunden online spielen endlich kann, und zwar Super Jam Fighter Minimix, oder besser bekannt als Pocket Fighter. Pocket Fighter kam ja auf der PlayStation, und das war ja die erweiterte, die Update-Version von halt Super Jam Fighter Minimix, weil es noch einen Survival-Modus gegeben hat und irgendwie noch so einen kleinen anderen Dingens hier, also andere Sachen. Ja, wir haben natürlich tatsächlich, ich muss persönlich sagen, tatsächlich die beste, die höchste Version von Street Fighter 2 überhaupt. Das ist Hyper Street Fighter 2. Und zwar ist es auch, glaube ich, das letzte Capcom Fighting Game mit Grooves. Weil du kannst Street Fighter 2 in Groove vom ersten Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter 2 Turbo X nur in der japanischen Version spielen. Deswegen empfehle ich dann die japanische Version. Ist jetzt nicht so, dass man da nichts lesen kann. Das sind jetzt nicht jetzt irgendwie Kanji-Zeichen. Das kann man so lesen und spielen. Die spielen sich alle super flüssig, saugute Umsetzungen. Ne? Steht ja auch Japan 040202. Ne? Zum allerersten Mal ist es uns möglich, Red Earth zu zocken. In Japan hieß das Warzard. Ich habe es noch nie gespielt. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Da müsste ich irgendwie mir mal irgendwann Zeit lassen. Aber Leute, die gerne sehen wollen, wie die Fighting Collection funktioniert, wir haben am Halloween, Beat'em Up Master und ich habe einen Stream gemacht, wo wir alle Darkstalkers-Spiele durchnehmen, Puzzle Fighter spielen, bei der auch Darkstalkers-Charaktere mit dabei sind, wie Morrigan und Hisenko. Und im Pocket Fighter genau dasselbe. Da ist auch Morrigan und Hisenko dabei. Und an sich, ja, du hast wirklich 10 volle coole Games, beziehungsweise man könnte es auch nennen Darkstalkers and the Others. Ja, aber es ist schön, dass man jetzt alle Darkstalkers-Spiele an einem Platz hat, mit einem sehr guten Netcode, also wirklich sehr toll. Jedes Spiel ist hier online, also du kannst auch selbst hier Red Earth online spielen. Du kannst eigentlich Pocket Fighter online spielen. Also wow, also wirklich. Also diese Version, Capcom, Chapeau. Bitte macht das nächstes Mal. Bitte macht das nächstes Mal auch wieder selber online spielen. Da wird jetzt kurz das Netzwerk hergestellt. Und Freundschaftsmatch, Ranglistenmatch, Benutzer-Definiert, das Match, Bestenliste. Museum. Das sind immer die Herzstücke. Da kann man, es hat leider nur, ja. Ne, Game Bomb. Das ist eigentlich 2 Minuten 8. Und diese Vibes, ja, das stellt sich schon ein auf Street Fighter 6, da es ja auch diese Hip-Hop-Street-Vibes hat, was ich super cool finde. Ne, also wirklich tolle, yeah, Rezo. Also wirklich tolle Soundtracks, auch hier von allen. Wirklich toll aufgenommen, wirklich sauber. Ja, Vampire Saver, beziehungsweise hier besser bekannt als Darkstalkers 3. Wenn man auf der Sega Saturn das gespielt hat, hieß es halt Vampire Saver. Ne, ich halte Vampire Saver für den besten Teil. Ne, deswegen gibt es auch nur Vampire Saver hier, weil die anderen sind halt Updates. Genau wie von Night Warriors. Also auf vielen Toplisten ist komischerweise immer Darkstalkers 1 drin. Ich finde Night Warriors, wenn schon denn schon, dann der Teil, der Darkstalkers groß gemacht hat. Und Vampire Savior ist einfach, die Sahne. Das ist wirklich, also es ist vom Playability wirklich mega geil. Also das spiele ich heute noch sehr gerne. Ja. Cyberbots kann ich nichts zu sagen. Super Puzzle Fighter Turbo Opening Demo.
Ja, das ist das, was man kennt. Es ist sehr Alpha. Hisenkos Stage. Ja, Sakura ist dabei. Sakura ist auch nur in diesem Spiel dabei. Also, auch in Super Gem Fighter natürlich Minimix. Naja, eines der charmantesten Capcom-Spiele kann man jetzt endlich gegeneinander spielen. Sehr schön. Und natürlich. Also, ich muss sagen, die Hyper Street Fighter 2 Edition, die hat, glaube ich, den geilsten. Das geilste Intro. Also das ist wirklich ein geiles Intro. Das habe ich schon wirklich... ich habe diesen Teil sehr lange unterschätzt. Ne? Hier, Guidestream Gaze Wallways und so weiter. Ah, ja. Bleibt gechillt. Ja, wirklich in der Top-Qualität kann man das hier hören. Oder können auch hier. Es ist ein JRPG-Fighting-Game. Ich bin mal gespannt. Ich werde das privat für mich selbst zocken. Erstmal mal gucken, vielleicht werde ich das covern. Es gibt ja auch versteckte Enden hier und so, also coole Mischung. Aber hat sehr gute Musik, gefällt mir. Achso, Gallery. Ne, da kann man hier die Cover Art gucken. Ohne, mit. Sehr schön. Sehr schön, dass Morrigan hier Leo aus Red Earth hier zeigt. So, hey, guck mal, du bist jetzt auch draußen. Und dann hier die ganzen kleinen Pocket Fighter, in Pocket Fighter Style, wo alle Spiele gecovert sind. Das ist cool. Das ist echt cool. Bengus ist immer toll. Ich mag auch Bengus. Also neben Udon ist Bengus wirklich sehr toll. Bei Darkstalkers, da sehen wir auch die ganz coolen Artworks hier. Was ich schön finde, das ist das, was Capcom... das ist das, wofür wir Capcom auch lieben, dass man sieht hier, hey, da ist was reingegangen. Ah, sogar die Arcade-Werbeposter, das ist ja geil, ey. Oh. Da fragst du dich manchmal, könnte ich das bitte in meiner Wand haben? Sogar Magazine, also so Werbebroschüren, die es in Japan gab. Ja, Japaner halt, ne? Ihr Spielanleitung, also das, was in den Arcades immer dran war, wie die zu spielen sind und natürlich jetzt Konzeptzeichnungen, wie das alles hier funktioniert hat. Hä? Moment. Oh, das ist sogar ein GIF. Cool. Ah, das ist schön. Sowas will ich sehen. Sowas will ich sehen. Leute, sowas will ich sehen, Capcom. Deswegen bitte mehr Capcom, macht es selbst. Haut dann auch alles rein. Ja, es gibt zwei Versionen, also Night Warriors und Vampire Hunter 2 ist als das ist halt die Update-Version von Vampire Hunter 2 mit mehr Charakteren, also schon einige Charaktere aus Dingens, glaube ich, und allgemein hier Darkstalkers 3, also ich glaube mehr mit schon von ein paar von 3 ein bisschen, oder ich glaube ein paar Charaktere gab es auch in Vampire Hunter 2 nicht, und dann, ja, guckt euch, wie gesagt, die Art Design, es ist einfach toll, es ist auch total sein Geld wert, 30 Euro, wirklich toll. Ja, da war Hisenko, hier Lidiv. Werbebroschüre, Vampire Sailor. Ja, wirklich, wirklich toll, dass man sowas hier hat. Das ist toll. Also sowas liebe ich. Sowas, das ist wirklich
Das ist wirklich sehr schön. Und ja, und die Playability ist auch super. Man kann hier, die Trophäen auch sehen, was man hier machen kann. Ne? Auch wirklich schön bebildert. Finde ich toll. Optionen. Allgemeine Einstellungen. Achso, Sprache. Teilen von Daten zustimmen. Ja, ja, dass die hier. Weil die haben da. Es wurde ja auch geupdatet. Also das Ding kriegt Updates. Und wird auch verbessert. Das ist wirklich toll. Wenn man die Steuerung einstellen will, dann muss man Dreieck drücken, zum Beispiel. Und dann stellt man sich das hier ein. Man kann auch hier Shortcuts machen. Für alle Leute, die. Man kann das auch mitten im Training machen. Ist, glaube ich, auch sehr mehr empfohlener. Yeah. Starten wir einfach mal das Spiel. Lassen wir mal das Intro laufen. Die Ränder kann man hier natürlich auch umändern. This gun is for use weapon only. Ja, kam zum 15-jährigen Jubiläum von Street Fighter raus. Ah, das ist echt geiles Intro. Yeah, Grandmaster Challenge. Hadouken. The Anniversary Edition. So, und jetzt. Jamaica. Die Steuerung ist übrigens auch sehr, sehr genau. Und wirklich, also wirklich schön. Und das Coole ist, es merkt sich auch dein Kürzel und so. Steuerungsoption. Und dann kannst du hier einstellen. Ne? Naja, super Technik, super Kombo. Kannst hier Shortcuts legen. Kannst hier auch wieder speichern. Ja, bis schnell rein, bis schnell wieder raus. Auf jeden Fall diese Version, also wirklich 30 Euro. Muss ich sagen, ist wirklich sein Geld wert. Und ja, das ist eines der. Ich finde es schade, dass bei den Game Awards das nicht mal in Erwähnung bekommen hat. Dafür JoJo Bizarre Adventure, ein 10 Jahre altes Remaster, aber das hier nicht. Fragwürdig. Auf jeden Fall, Capcom Fighting Collection kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr Darkstalkers-Fans seid. Wenn ihr Puzzle Fighter gern gespielt habt und auch Super Pocket Fighter, also Super Fighter, Super Gem Fighter Minimix. Wirklich schön, dass man das jetzt auch alles online miteinander spielen kann. Red Earth ist eine Entdeckung dann. Cyberbots, ey, super. Man kann trainieren, man kann alle Spiele im Training machen. Und ja, und man hat die eine gesammelte Version, also der letzte Groove. Letzte Groove Capcom Game mit Hyper Street Fighter 2. Eine wirklich sehr tolle Version, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, alles klar. Dann wär's das mit diesem Video. Und das wäre auch mein Platz Nummer 11. Und ja. Ich würde sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Ich würde gerne eure Meinung zu King of Fighters 15 oder auch Capcom Fighting Collection hören, nennen. Diskutiert ordentlich.
Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen gerantet bei King of Fighters 15, aber ich habe ein bisschen gerantet, weil ich will, dass King of Fighters 15 besser ist. Für mich selber. Es ist kein schlechtes Spiel, habe ich ja gesagt, aber ich habe halt Issues. Und diese Issues kann ich einfach nicht, wie gesagt, gutheißen. Und es hat auch einen Grund, warum ich in diesem Jahr mein meistgespieltes Kampfspiel ist tatsächlich immer noch Guilty Gear Strive geblieben. DNF kommt da ziemlich nah dran. Aber ja, und wie ihr schon hört, wird die nächste Platzierung schon DNF Duel sein, aber wir werden uns DNF im nächsten Video widmen. Dann kommen wir schon mal zu den Top 10 mal endlich hin. Alles klar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ja Like da und Kommentar, habe ich schon gesagt. Und wenn euch nicht nur meine Ranking Stage Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ich bedanke schon mal mich vielmals fürs Zuschauen und mein Gelaber hier anzuhören. Und ich würde sagen, ich bin die Kate des Game Stage 5 und wir sehen und hören uns, wenn wir uns Platz 10 und 9 uns angucken. Reinhauen!